Hola amigos, ich bin wieder da, Gorillär, mit meinem anderen Amigo, Fusselküken. Sag einmal hallo. Si, si, buongiorno. Si, amigo. Fuego. Ja. Okay. Vamos a la playa. Ja, Copulación. Una cerveza, por favor. Wenn du haben möchtest, du weißt ja, wo es ist. Geh in den Keller. Ja, bis gleich. Jo, tschüss, tschüss. Ja, nee, wir starten jetzt die Gorilla Town. Gerade eben war es die Fusselküken Town und sind wir in Gorillas Town unterwegs. Genau, und wie sich das gehört, ne? Fuzzle Town wurde von Gorilla entwickelt, also wurde Gorilla Town von Gorilla entwickelt. So ist die Logik bei uns. Ja, ganz fair aufgeteilt, finde ich. Ja. Was der eine nicht kann, lässt der andere liegen. Ich drücke mal auf Start in 5, 4, 8, 10, 300. Oh, ich wollte noch mal aufs Klöchen. Ne, zu spät. Das Oh. Thema ist durch. Naja, gut. Aber wir kennen das ja, dann wirst du gleich überrannt. Das ist ja nicht so schlimm. Warte mal. Wie machen wir das denn? So und den dahin. Und dann machen wir das so. Ist aber eine sehr bewaldete Karte hier, ne? Ja, die nennt sich auch. Na ja, komm, doofe Sprüche lasse ich jetzt mal. Die lassen wir jetzt einfach. Wir lassen wir einfach mal weg. Was, die doofen Sprüche? Ich dachte, das wäre der Reiz unseres Let's Plays. Place. Plays. Ups. Was? Was? Wer meckert hier? Wer meckert? Was? Wo? Was ist hier los, du Fräulein? Kann ja wohl nicht wahr sein, wa? Ich glaube, meine Bauern sagen die ganze Zeit Bananenbrot. Vielleicht haben Hört die sich zumindest Hunger. so an. Bananenbrot. Kann das sein, dass Wahrscheinlich die schon fällt mir lange das nichts so mehr zu ein. fressen gekriegt haben bei dir? Ja. Meine Spiel hat auch alles angefangen, ne? Dementsprechend können die ja noch nicht so viel haben. Ach, die sollen sich nicht so anstellen. Jetzt wird aber das Beste gegeben. Best of, will ich sagen. Also es ist wieder eine modifizierte Karte, wie man mitkriegt. Natürlich, wir kennen es nicht anders. So, wie sich das gehört. Da brauchen wir ein bisschen schneller hier, mein Freund. Komm schon. Kaserne, wir wollen doch in die Feudalzeit. So. Richtig. Und am besten noch vor dem Fusselküken. Ja, beeil dich. Mensch. Du musst schneller werden. Denn der Männer Fussel am hat schon ein Sack. Haus gebaut. Oh. Ja. Er rennt davon. Wer? Bum, budum, du. Ja, aber aus Angst, nicht? Wovor? Ach, du weißt doch. Ich hab doch immer Angst. Wenn du die Reden hören würdest, ne, meine Einheiten, ihr würdet auch denken. Wieso kreischen die wie so eine Säge? What? Nein, so machen die nicht, aber. Ja, lustig. Ja. Gar keine Frage. Willst du mich was fragen? Nee. Ich bin wunschlos glücklich. Gut. Schöne Einstellung. Ja. Habe irgendwie das Gefühl, dass ich schon wieder nicht der Erste in der Feudalzeit sein werde. Das macht mich traurig. Bei wie viel Prozent bist du denn? 80. Ja. Gut geschätzt. Dann sing noch mal I'm a Loser, Baby. I'm a loser, baby. Es ist doch unglaublich. So, und damit war es das für dieses Let's Play, weil jetzt geht's wieder los. Kein Essen, kein gar nichts. Jetzt geht's erst richtig los beim Fusselküken, genau. Der ganze Spaß hier. Ah, Herrlich. Ich Aber im entwickle Witzig mal soll eine der keinen Spaß Schubskarre. machen. Nee, eben, das, Sehr nee, gut. ist ja auch nicht dafür gedacht. Nö. Wo schicke ich denn meinen Dorfbewohner mal hin? Ich habe keine Ahnung, hier ist so voll. Aber hier ist auch scheiße. Der Rupert ist auch ein Weiter. Der ist schon in der imperialen Feudalzeit, oder was? Des Todes nennt sich die. Da ist er jetzt. Oh Mann. Ich weiß immer nicht, wie ich bauen soll. Am besten schon ein paar Truppen. Ja. Das ist immer wichtig. Und wenn du die hast, dann kann es weitergehen. Da gebe ich dir recht.
Bum, bum, bum. Deine Häuser erzeugen das gleiche Geräusch, ne? Bum, bum, bum. Weiß ich nicht, hör da nicht zu. Ich auch nicht. Du weißt, dieses Spiel überfordert mich grundsätzlich. Bum, bum, bum. Erstmal eine schöne Schleife an Bauern. Da hinklatschen. So ist richtig. So ist er richtig. Nee, 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 nee. Jetzt habe ich mir ungefähr 10-mal hintereinander verklickt. Warum machst du das? Das frage ich mich manchmal selber. Komm. Lauf du doch mal mit hin. Ich glaube, ich brauche Holz. So, komm, einer geht noch, einer geht noch, einer geht noch, Leute. Ich bin so stolz auf euch. Ich bin so stolz. Jetzt reitet hier schon wieder so ein Affe durch mein Dorf. Oder bist du gelb? Verständigkeit, nee, ich bin nicht gelb. Ich bin hier blau. Weißt du doch. Ach so, ja, richtig. Es ist Donnerstag, mein Freund. Da bin ich immer blau. Was, wir haben Donnerstag? Ah, in einer halben Stunde. Ja, ist wieder so eine richtige Nachtaufnahme, die wir hier machen, ne? Sowohl als auch. Du sitzt nackt in meinem meiner Küche? Wie sonst? Ja, stimmt, das bist ja gewöhnt. La 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 la. Ja, Leute, das sind manchmal keine schönen Bilder, die man hier sieht. Nee. Darum spielen wir das Spiel ja auch nicht hier. Genau. Purer Ernst. Ja, komm, bau hier mal. Jetzt bau doch mal. Menschenskinder. Heilige Kacke, wo kann man denn so einen doofen Hafen hinbauen? Ja, das ist gar nicht so einfach, ne? Ne. Bis man so mal so einen Punkt gefunden hat. Meine Dorfbewohner werden angegriffen. Oh, von? Einem Wolf. Haben aber gewonnen. Alles gut. Ja, Wölfe, da muss er aufpassen, aber die sind hier in dem Spiel sind immer gefährlich. Böse. Mhm. Ganz böse. Ich hoffe, der Gegner hat nicht so viel davon. Das täte mir leid. Ja. Ich wünsche ihm alles Schlechte. Das sowieso. Hast du schon irgendwelche Mängel? Was weiß ich, Holz, Nahrung, Geld. Intelligenz. Gold, meine ich. Oh. Ja, das ist doof. Meine Mama sagt immer, Kind, du bist was ganz Besonderes. Jetzt kriege ich bestimmt wieder Ärger. Mit wem? Mit Leuten, die sagen, wie kann man denn so über Menschen mit Inklusion sprechen oder so. Du bist schon in der Ritter, ich drehe am Rad. Ja, ich wollte dir nur mal sagen, wie das geht, wa? Hörst du mal zu, wa? Geh ab hier. Jetzt sind meine Pfeifen schon wieder weggerannt. Was sind denn das für Deppen? Wenn ich das wüsste. So, komm, noch ein Hafen. Einfach für der Zeit. Warte, du baust zwei Häfen? Ich baue zwei Häfen. Ja, freilich. Warte mal. Ich hab doch... Ach, die bauen da unten noch. Jetzt steht der da rum, die Pfeife. Warte mal, kann ich nicht irgendwie Fischreusen bauen oder wann kommen die denn? Was ist denn jetzt schon wieder? Vorsicht, sie werden von wilden Tieren angegriffen. Wo, wo, wo? Oh, oh. Es geht los. Aber wo? Wer? Das weiß ich doch nicht. Ich auch nicht. Wie komme ich denn da hin? Ich werde nicht von wilden Tieren angegriffen, ich werde von Rot überrannt. Geh aber schnell. Hm.
Die Sau, die holt sich mir meine Schafe weg. Jetzt hab ich die Schnauze aber voll. Oh, fix. Was hast du gesagt? Was? Nix. Nix? Okay. Ich guck gerade, wo ich was hinbauen könnte. Kommen wir mal hier. Machen wir mal hier zwei Burgen hin. Bene Eton. Da freut er sich. Das Gegner. Mhm, genau. Wie kann ich die Sau denn mal aufhalten? Huch. Arbeitet der ja gar nicht. Was soll das denn? Ja, kein Fan von hier. Mensch. Volle Bauarbeiter, da kann ich aber gar nicht gut drauf. Nee, ne? So, komm. Jetzt kloppen wir hier eine Runde. So, volle Bauarbeiter gibt es jetzt hier nicht mehr. Ja, wir werden das hier schon irgendwie wuppen. Brauchst du denn schon die erste Burg oder schon die 100. Nee, ich mach gar nichts. Also, ich baue tatsächlich meine erste Burg. Ab und zu muss ich mir ja noch durchlesen, was solche Verbesserungen hier und da bringen. Mhm. So einfach ist das ja nicht immer. Nee, das stimmt. Ja, alles gut hier. Leute, alles gut. Mensch, dauert so eine Burg lange. Ich warte eigentlich nur darauf, dass die Kackburg hier fertig wird. Also du bist schon in der Ritterzeit, hört sich so an, ne? Ja, klar. Ich bin dir ziemlich schnell gefolgt. Sehr gut. Dann bin ich auch nicht so einsam. Ich meine, außer natürlich der Feind, weil der ist natürlich schon in der klassischen... Mhm. Ah, Nahrungsprobleme, jawohl, jetzt geht's los. In der klassischen A. Ja. Der kennt's nicht. Genau. So, dann bin ich mal gespannt, weil das hier wird. Ja, ich bin auch gespannt. Warte mal, ich bin noch in der Ritterzeit, ne? Bin ich. Ab wann kann man Klöster bauen? Kann ich doch schon. Warum macht ihr das denn nicht, ihr Pfeifen? Ich hasse die. Können nix. Da gibt es ja eine ganze Schafsviehzucht. Das haltet doch mal den Mund hier. Ich höre dich. Ich suche gerade meine Schmiede, da oben ist er. Damit ich meine Kavallerie mal wieder ein Stückchen pushen kann. Oh, Mamelucken. Nicht Marmelade, sondern Mamelucken. Was auch immer. Mann, ey. Ich finde meine Witze ja eigentlich gar nicht witzig. Da sind wir schon zu zweit, aber ich traue mir das immer nicht zu sagen, weil das ist ja auch beleidigend. Mach einfach rauslassen. Nein, du kriegst es immer so ab von mir. Weil ich ja überhaupt nicht stressresistent bin, wie ja jeder sofort hört. Und deswegen bin ich ja immer am Rummaulen und mich am Beschweren und am Heulen und am... Was? Ausrasten. In den Aufnahmepausen prügeln wir uns auch regelrecht. Ja, aber womit? Mit an Recht. Den Haaren. Wie Mädchen. Ich wollte es nicht sagen. Was? Ich habe nichts gesagt. Fast wie Mädchen. Ja, weißt du, ich weiß gar nicht, ob im Zuge dieser ganzen Sexismusdebatten solche Sprüche überhaupt noch zulässig sind. Doch, bestimmt. Meinst du? Ich glaube schon. Weil nicht, dass sich da einer auf den... in dem Fall nicht vorhandenen Schwanz getreten fühlt. Ach, schön. Oh, Entschuldigung. Ich komme in die Hölle, ich weiß. Nein. Doch, mit so schlimm ist es nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich mal hier anfangen sollte, eine Mauer zu bauen. Hä? Was? Was? Meinst du? Was? Was?
Was hat Gelb? Aufgegeben? Aufgegeben? Das kann nicht möglich sein. Was hast du denn mit dem gemacht, mit dem armen Kerl? Warte mal. Nee, nicht Chat. Diplomatie. Warum hat er... Der hat wirklich aufgegeben.